So, Augsburg, der nächste Gegner. Eigentlich geht es wieder in der Bundesliga weiter. Spieltag Nummer 11 steht an und wir haben eine abgelaufene Sperre, das ist klar. Nach dem letzten Spiel darf auch der gute Stefan Savic wieder ran. Der natürlich seine Innenverteidigung, sein Innenverteidigerpärchen wieder bildet. So. Na dann, gehen wir mal rein. Wie gesagt, Spieltag Nummer 11 steht an in der Liga. In der Champions League sollten wir eigentlich durchaus weiter sein. Aber wie gesagt, mal gucken. Auf geht's. So, auf geht's. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn für ihn ist das ja ein Duell gegen seinen Ex-Club. Wir zeigen es Ihnen live. Bleiben Sie dran. Liebe Fußballfreunde, heute melden wir uns aus der verschneiten BWK-Arena. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie kommentieren und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. FC Augsburg gegen Schalke 04. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Es wurde in den letzten Tagen viel über ihn geredet. Denn er muss heute zum ersten Mal gegen sein früheres Team ran. Ist das das erste Mal? Das ist nicht das erste Mal. Er spielt schon seit Saison 2 bei uns. Oder 1 sogar schon. Oder lenkt ihn das alles ab? Er kennt die Fans, kennt den Club, aber das ist ein Profi, abgerühmter Spieler, dem macht das nichts aus. Der wird heute Leistung bringen. Das sieht der Trainer nicht anders, sonst würde er ihn ja nicht bringen. So, schauen wir mal, ob wir es heute hinkriegen. Auf geht's in Augsburg. Da wollen wir natürlich wieder mal gewinnen in der Liga. Nach dem Sieg gegen Bergamo. Unaufhaltsam. Aber schauen, wie gesagt, wie es wird. Na? Naja. Maximilian Arnold. Ah! Ballverlust. Die Übersicht, dieses Spielverständnis. Die Gelegenheit für die Flanke. Delors. Ja, wartet einen Moment. Oh, das ist jetzt ein bisschen zu einfach. Das macht er sehr gut. Klasse Technik. Also Augsburg probiert es jetzt gerade mit Pressing und das ist halt genau das, was ich nicht so mag, aber. Die Fans pushen ihre Mannschaft nochmal. Und jetzt der Konter, Alario, der ist ein bisschen frei hat. Und die Chance. Macht das ganz sicher. Erste Chance für die Gäste hier. Alario hat es ja gehabt. Polirola. Kasami. Jetzt Kasami. Einwurf für Augsburg. Oh, schöner weiter Ball. Der vorne kommt noch an. Den Kasami. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Gosens. Ah! Komm nicht mit. Hab dich. Schön abgefangen da unten. Glück gehabt.
Eigentlich war der Spieler schon raus aus dem Zweikampf und dann na, ein kleiner Fehler noch. Gutes Anspiel. Gut dazwischengegangen im eigenen 16er. Lucas Alario. Der Ball kommt an Marco Richter gegen Lokoki. Da kommt er gut durch. Und Glück gehabt, dass die Augsburger den eigentlich abgefangen bekommen. Schade, die Flanke war gar nicht so schlecht. Also Richtung Paulinho, aber kommt halt nicht an. Wieder ein bisschen Glück dabei. Lucas Alario. Ecke. Gute Chance natürlich hier in Führung zu gehen. Cervucci, ich bin wirklich gespannt, wie beide Teams. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Lucas Alario. Schönes Ding, Alario. Die Balleroberung, wichtig. Eckball. Ecke kommt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Da ist die Flanke. Ja. Kein guter Volley. Ja, hätte nee. Gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Sie hatten sich deutlich mehr erhofft, aber wir sehen es ja am Ergebnis, wir sehen es an diesem Spielstand. Man muss seine Überlegenheit auf dem Papier auch in Chancen und in Tore umsetzen. In erster Linie mal um Tore. Schwer. Und das erleben Sie heute. Hab dich? Ja, nee, oder auch nicht. Lucas Alario. Ja, Alario kommt nicht durch. Jetzt kommt der Ball mal ran. Lucas Alario. Schöne Flanke jetzt. Mein lieber Schwan, das war gefährlich. Ja. Im Strafraum kann das auch schnell Elfmeter geben. Aber das kann auch so eine andere, kann auch ganz anders, kann auch mal ganz, ganz anders ausgehen. Aber momentan sind wir, haben wir unsere Probleme gerade so ein bisschen. Vorwärtsbewegung. Wieder weg. Ganz eng 0 zu 0 zur Pause. Super, souverän ist es da gerade nicht. Kein Gegentor kassiert, sieht defensiv sehr gut aus. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. So, gucken wir mal, wie es weitergeht. In der zweiten Halbzeit. Natürlich wollen wir unseren 4-Punkte-Vorsprung noch ein bisschen behalten. Nee. Momentan sieht es ja nach 2 Punkten aus, weil Dortmund 1-0 gegen Mainz führt. Richter. Ja, kommt nicht rein. Kommt nicht vorbei. Kommt nicht vorbei. Grueso. Herr Wedi, gegen Dürer. Ja, da kommt er nicht hin. Ball draußen. Arnold. Paulinho. Paulinho. Jetzt mal ein bisschen Tempo. Marco Richter, jawohl, hat er jetzt. Hat er vielleicht ein bisschen Platz? Hat er ein bisschen Platz? Jetzt ist mal Luft da. Und jetzt ist das 1-0. 53. Minute. Endlich. Oh, passt das Ding. Paulinho, 0-1. Und jetzt ist es doch noch passiert. Er muss hier hinter sich greifen. Ach, schade, ich hätte ihm das zu 0 gegönnt, nachdem er hier so stark gehalten hat. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schalke 04, die Nummer 10, Paulinho. Grueso. So. Ja, kommt durch. Ah! So ein bisschen. Jetzt sind wir ein bisschen besser in der Partie, weil jetzt 4 mal 1-0. Lucas Alario. Ja, mit viel Übersicht. Kein Abseits. Alario und abgeblockt da noch. Sie den Ball gerade noch ab.
Die Ecke kommt. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Ja, aber schade. Platz für den Konter. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Klar, King Savic, der gibt aber Gas und den Verteidiger kommt überhaupt nicht mit. Das könnte was werden jetzt. Dann der Außenverteidiger mal mit Baku und der macht dann souverän. Kann es ja gar nicht geben, wenn es so rutschig ist. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Oh nein, auch noch der BVB. Ja, es geht gegen Borussia Dortmund im nächsten Match in der Bundesliga. Und das klingt zumindest auf den Paulinho. Setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Gegen den BVB also. Ja gut, okay, da könnten wir wieder ein bisschen was wegkommen. Aber wir müssen unser Spiel erstmal hier gewinnen. Es sind nämlich immer noch 25 Minuten hier in Augsburg zu spielen. Arnold. Paulinho. Paulinho. Gib Gas, Richter. Komm. Marco Richter. Aber es ist keiner, der mitgeht. Ha. Ah, Mario. Klasse gemacht. Stark geblockt. Das wird hier Ecke geben. Ecke. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hin. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Momentan ist gerade nicht die Ruhe. Eigentlich brauchen wir ein zweites Tor. Schöner Pass. Genau. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Ja. Maximilian Arnold. Ja, schöner Ball auf Robin Gosens. Lucas Alario. Toller Pass. Klasse Chance jetzt. Beide und Richter und wieder Drommel, der zweimal bombig hält. Ich glaube und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Ja, den ersten vor allen Dingen. Marco Richter. Paulinho. Ah, wieder gut dazwischen gegangen, gut da reingegangen. Defensivphase ist gut. Regulär sind es noch 7 Minuten. Das könnte der Gelegenheit. Ja, Gosens jetzt mal mit einer Flanke. Abseits? Abseits, okay. So, dann wechseln wir jetzt durch. Sein, aber er geht abseits. Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. Na, einfach mal durchziehen. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Ah, da kommt nicht mit. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's. Jetzt haben wir. Und jetzt vielleicht das Ende mal machen. Coutinho hat viel Platz dabei. Der ist auch noch frisch. Nachspielzeit gleich. Ist das hier die Entscheidung? Der Keeper verhindert. Das hat er souverän gemacht. Hat er gut gelöst, diese Situation. Das wäre nämlich die Entscheidung gewesen. Ecke. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Coutinho führt die Ecke aus. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Schuss kommt nicht. Savic. Arnold. Spielt den Ball. Jetzt können sie. Paulinho feiert. 94. Was ein Spiel, ey. gutes Kampfspiel, aber auch sogar voll gegengehalten. Wir haben es jetzt mal dann doch wieder diese Woche geschafft. Hier dieser Ball hat ein bisschen zu viel Platz und haut das Ding hin ins lange Eck und dann ist es tatsächlich dann am Ende doch die Entscheidung. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeld. Yes, 2-0. Deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie. Tor Nummer 10 in dieser Saison. Tor für Schalke 04. Das ist der Schluss. Der Sieg ist da. Heute also gewonnen. Aus meiner Sicht war das heute eine gute Leistung. Knapper Sieg am Ende. Und damit wird es. Ein verdient ist es ja nicht, muss ich sagen.
Es ist nicht unverdient. Definitiv nicht. Aber es war dann am Ende doch noch irgendwie ein Kampfspiel. Gut, und der nächste Gegner heißt dann Borussia Dortmund. Und wenn wir das gewinnen, wären wir 7 Punkte weg. Aber das schaffen wir in der nächsten Folge.